Hey, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute, ich werde dir eine kleine Übung zeigen, damit du deinen Klang verbessert, besonders beim schnellen Stücken. Hi, mein Name ist Anton Morales und ich bin professioneller Geiger und Geigenlehrer, spezialisiert auf das Lernen von Erwachsenen. Ich bin auch Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. Also, wenn du zum Beispiel schnelle Stücke spielst und dann du hörst, dass während du Sechzehntel spielst, so irgendetwas schneller spielst, dass man nicht wirklich jede Ton differenzieren kannst oder dass einfach du irgendetwas schnell spielen kannst und dann du hörst, dann den Klang bei diesem Töne nicht so schön ist, eine super Übung dafür, es ist einfach jeden Ton mehrmals zu wiederholen. So, und es gibt mehrere Wege, das zu machen eigentlich. So, ich zeige dir erstmal die erste Möglichkeit. So, eine Möglichkeit, das ist zum Beispiel, ich nehme, sagen wir, ich will das spielen. So, es geht schnell, aber das geht auch für etwas viel, viel langsamer, ja, das ist egal. So, sagen wir, ich möchte das üben und das klingt nicht so gut. Dann, was kann ich machen? Das ist, ich werde jeden Ton mehrmals wiederholen. Erstmal viermal jeden Ton wiederholen. Warum? Weil wenn ich das mache, dann das bedeutet, dass ich viel mehr Zeit habe, um die Töne hier zu greifen. So, ich habe viel mehr Zeit für die linke Hand. So, das bedeutet, ich kann mich einfach über meine rechte Hand konzentrieren. Ich kann mich über den Bogen konzentrieren, weil ich habe mich so viel mehr Zeit gewonnen. Und aber trotzdem, das ist nicht wie einfach das Stück viermal langsamer zu spielen, weil mit dem Bogen, ich spiele immer das Stück eigentlich im richtigen Tempo. Ich mache trotzdem den richtigen Bogenstrich und deswegen kann ich den richtigen Bogenstrich üben und lernen. So, dabei, wenn du das machst, das ist sehr wichtig, dass du auch guckst, dass du tatsächlich hier auch für die Synchronisation, dass du wirklich hier die Finger wirklich im Zeitwechsel und nicht irgendwann ein bisschen früher oder irgendwann ein bisschen später, sondern wirklich gleichzeitig. Und auch mit dem Bogen, dass es wirklich dazu passt und nicht ein bisschen zu früh sein oder ein bisschen zu spät. Ja? So wirklich so deutlich wie möglich. Dann wiederhole es einfach nur dreimal. So, hier, das ist super. Dreimal sollte es die Nummer sein, die Wiederholungsnummer sein, die du am meisten wiederholst. Warum? Weil wenn du dreimal wiederholst, jeden Ton wiederholst, dann du wirst wirklich tatsächlich die ursprüngliche Bogenstrich machen. Weil wenn du zum Beispiel das spielst, dann du hast erste Ton Abstrich, dann zweite Ton Aufstrich. Wenn du jeden Ton viermal wiederholst, dann du wirst sehen, dass du eigentlich jeden Ton Abstrich anfängst und nicht einmal Abstrich, einmal Aufstrich. Aber wenn du jeden Ton dreimal wiederholst, dann du wirst wirklich dann die Töne Abstrich und Aufstrich anfangen wie später. So, deswegen die Töne dreimal zu wiederholen ist immer am besten. So, wenn du das dann gemacht hast, dann mache nur jeden Ton zweimal, bis dass es wirklich deutlich sei und ganz regelmäßig. Wenn du das gemacht hast, dann versuche es wirklich erstmal im Tempo. Du kannst auch es dann wieder versuchen, einfach zweimal langsamer dieses Mal und ein bisschen die Synchronisation zu üben. Aber dann sehr deutlich. Und sehr deutlich. Und dann ein bisschen schneller. Bis dass es funktioniert, ja? Dann, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wovon ich dir erzählen wollte, es ist, habe ich gerade vergessen. So, die zweite Möglichkeit, wovon ich dir erzählen wollte, das ist, ja genau, das ist für ein anderer Typ von Stücken, das ist eigentlich, wenn du zum Beispiel, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, du hast, du hast sowas, okay? Das ist aber irgendwas gespielt. Aber hier was zu machen, das ist ein Stück mit unterschiedlichen Rhythmen. Erstmal es gab Viertel und dann Achtel. Und da, so damit diese Übung auch funktioniert, was du machen musst, das ist jeden Rhythmus zu wiederholen, aber
der ursprüngliche Rhythmus zu behalten. Das bedeutet, wenn du hast ein Viertel, du hast D Viertel, E Viertel und dann Fis G Achtel, dann, was du machen wirst, ist, also du wirst jeden Ton zweimal spielen, aber mit dem richtigen Rhythmus. So, ich spiele dir das noch einmal. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich gespielt habe, aber so. Sagen wir das, ist egal. Dann ich werde einfach jeden Ton zweimal spielen. Das ist genau das Gleiche, aber ich habe jeden Ton zweimal wiederholt, aber habe trotzdem den gleichen Rhythmus benutzt und nicht einen anderen Rhythmus. Oder weil, was du machen könntest auch, das ist einfach jeden Ton mit dem gleichen Rhythmus zu spielen und dann jeden Ton zu wiederholen. Nur dann, diese Möglichkeit ist dann viel besser. Naja, das ist nicht um das Gleiche zu üben, aber wenn du wirklich ein Stück hast mit unterschiedlichen Rhythmen, dann das ist diese Möglichkeit so zu üben, ist wirklich super. Ein anderes Beispiel, das ist, wenn du etwas so hast, diese schwierige Rhythmus, so wie. Das ist punktierte Achtel und Sechzehntel. Dann das ist das Gleiche, du kannst machen, einfach, dass du dann das ganze Rhythmus wiederholst. Das bedeutet. Und das ist das nicht wirklich, dass du das ganze Rhythmus wiederholst, sondern dass statt bei jedem Ton zu wechseln, dann du wirst alle zwei Töne wechseln, erstmal. Das bedeutet, du wirst jedes Mal, statt zu machen E punktierte Viertel, dann Fis Sechzehntel, dann du wirst machen E punktierte Viertel plus Sechzehntel, dann Fis punktierte Viertel plus Sechzehntel und so weiter. Oder sogar, du könntest das auch doppelt machen. Und dann wirklich, wie es steht. So, das sind wirklich sehr gute Übungen. So, wirklich, wenn du deinen Klang verbessern willst oder irgendetwas ein bisschen schneller hast, dann wirklich mach das, das wird dich sehr viel helfen. So, wenn dieses Video dir gefallen hat, dann klicke auf Gefällt mir unter dieses Video und auch abonniere dir meinen YouTube-Kanal, um kein anderes Video zu verpassen. So, um weiter auch deinen Klang zu verbessern, ich habe für dich einen Kurs gemacht, wo ich dir wirklich die wichtigsten Faktoren zeige, um einen wunderschönen Klang an der Geige zu erzeugen. Ein Kurs heißt die drei Faktoren des Klangs und du musst einfach auf den Link da klicken und dann du kannst dich dort kostenlos dem Code, du kannst dort kostenlos dem Kurs folgen. Morgen werde ich dir auch erzählen, genau, ich werde dir eine neue Übung zeigen, um wirklich deine Intonation verbessern zu können, aber auch damit es viel musikalischer klingt. So, ich wünsche dir noch viel Spaß und bis gleich.